Hallo Leute, heute geht's mal wieder in den Wald, in die Pilze, und zwar mit einer Exkursion mit mir. Und wir gehen heute in den Wienhagen, das wissen die Exkursionsgäste noch gar nicht. Ich habe denen einfach gesagt, wir gehen nach Belkenscheid. Das war natürlich gelogen, nicht? Weil jetzt, das steht auch im Internet, ne? Jetzt, die ganzen Horden sind jetzt in Belkenscheid, da gibt es überhaupt keine Pilze. Ah, ich habe mir gestern schon Alarm gepflückt. So, und deshalb fahren wir heute in den Wienhagen. Viel Spaß mit dem Film und wir sehen uns. Tschüss. So, jetzt sind wir angekommen, hier oben in der Höhe von Dörscheln. Und jetzt geht es gleich da hinten in den Wald rein. Genau. Ja, hier stehen ein paar Ziegenlippen. Ja. Der Ziegenlippen, der ist auch noch ein bisschen fest. Den werde ich mir mitnehmen, wenn er jetzt in nicht gerade Würmer hat. Ja, hier an Birken kann man auch ab und zu einen Birkenpilz finden. Dieser ist aber schon zu alt. Darum lasse ich ihn im Wald. Und das reimt sich und das ist auch gut so. Hier habe ich was Schönes. Hier haben wir rehbraune Lacktrichterlinge. Den nehme ich mit. Also hier haben wir eine Kolonie Schwefelköpfe, allerdings schon ziemlich alt. Sind eh nicht essbar, das sind die Grünblättrigen. Der geschuppte Stiel zeigt, dass das hier Stockschwämmchen sind. Wäre er längs gestreift und maserig, wäre es Gifthäubchen. An der rosaren Färbung zu erkennen, ein Perlpilz. An Lärchen, wie zu erwarten, ein Goldfrühling. Und noch mehr Goldfrühlinge. Auch hier eine Kolonie echter Stockschwämmchen. Ich nehme eine raus. Schön ist die Schuppung am Stiel zu erkennen. Stockschwämmchen. Hier im kleinen Birkenbuchenmischwald eine Kolonie Pfifferlinge. So, hier in diesem Eichenbuchenmischwald befinden sich Pfifferlinge. Die Recken, die werden die jetzt alle aufsammeln. Ja, ist zwar traurig, aber das habe ich alles aussortieren müssen. So, an dem Weg links. Ja, das ist ein ganz lustiges Getrüffel, Leute. So, hier in den kleinen Fichten könnten wieder Pfifferlinge sein und es könnten auch wieder Steinpilze sein. Hier steht wieder eine Kolonie lila-gelber Schleierlinge. Hier an einem Baum eine Marone. So, gucken wir mal, was da ist. Ja, drehen Sie mal um am Kopf. Einwandfrei Goldfrühlinge. Ehrlich? Ja, das kann ich die so lange bei dir mit reinpacken? Ganze reinpacken. Willst du fotografieren? So. Auch ein Trüffelhund haben wir dabei. Ja, er soll noch einer werden. Oh, da vorne steht ja schon einer. Das ist einer? Ja. Pass auf hier. Ich würde den jetzt mal ein Goldfrühling vorsichtig drehen. Wunderbar. Ja, das ist einer. Na, da kommen die Recken durch den Wald. Es hat ja ein bisschen angefangen zu regnen. Ja, damit die uns alle wiederfinden, habe ich hier mein kleines Hörnchen mitgebracht. Ich werde da mal spielen. So finden wir uns im Wald wieder und verlaufen uns nicht. Ja, der Rainer hat gerade einen schönen Steinpilz gefunden. Den zeigt er uns mal. Der glückliche Finder. Ja, wunderbar. Danke. Ja, Leute, dann geht's weiter.
Könnt auch wieder ein bisschen verteilen. Gott, ja. Soll ich einen Apfel oder ich will so rau? Ein schönes kleines Marönchen. Ja, wunderbar. Das ist wunderschön, da ist nichts dran. Nee. Und schön fest und jung. Ja. Nochmal ein Fliegenpilz, dann haben wir nicht der Muscaria. Guck, es gibt dich. Der ist gut. So. Auch wenn du. Ja, hier läuft wieder ein Schleimpilz über den Waldboden. Der Schleimpilz ist ein einzelliger Organismus, ähnlich wie eine Amöbe und somit der größte Einzeller auf der Erde. Und gehört somit zum Tierreich und nicht zum Pflanzenreich. Ah, streng dich an, Manni. Manni, 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 Manni. Ja, ist mal Röhnchen, ne? Ja. Guck mal hier vorne, das ist entweder ein Pfifferling oder das ist so ein Täubling. Ein Täubling. Okay. Ja. Und genießbar, ne? Super! Ja, hier haben wir einen Fichtenblutreizer. Schön jung. Der wandert natürlich mit in den Korb. Hier kommt gerade ein kleiner, sagt man, gelber Scheidenstreifling aus seiner Scheide. Ja, nehme ich mit. Hier eine kleine Kolonie Polsterpilze. Das ist ein schönes Beispiel, wie man Pilz überlaufen kann. Direkt vor seiner Nase. Eine Marone. So, es hat jetzt fürchterlich angefangen zu regnen. Wir beschließen die Sache. Wir haben auch 2 Stunden lang gesammelt. Ich gucke jetzt die Körbe alle nach, ob das alles gut ist, was da drin ist und ob die essbar essen können oder nicht. Ich zeige mal weiter. Ja, ich sehe auch nicht viel. Das ist ein Pfifferling. Ganz klar, der Marone, kleine Pfifferlinge, Flaschentäublinge, Goldröhrlinge. Ja. Also da ist nicht viel beigekommen, als wir den letzten Mal geguckt haben. Ne? So, was ist bei Efi? Efi, ja, da muss ich mal gucken, ob da nicht vielleicht die alten Pilze hier. Entweder, wenn die gut sind, okay, aber... Ich nur sagen, nicht lagern, essen. Ja, 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 wenn die so alt sind, dass schon Pilz am Pilz ist, ja, dann lass die besser im Wald. Das bringt ja nichts. Der Steinpilz ist schön. Solange die Feste sind, sind die auch gut. Nicht? Alles klar, da ist auch nicht viel beigekommen seit dem letzten Mal. Laum in Ordnung. So, zeig ja, nee, ich habe jetzt nicht viel mehr gesehen. Nichts mehr dabei getan, dann bleibt das auch so. Wir müssen nachher sowieso mal. So, noch was. Halt mal fest. Haben wir richtig feste. Die alten Pilze, ja, oder solche hier, das sind Haarschleierlinge, die sind nicht besonders gut. Ja, das sind also, die können Vergiftungen auslösen. Nicht? Und alles, was so alt ist, auch das ist alles hier, ist auch ein Haarschleierling. Da Lederlapptrichterlinge, die bleiben dabei. Ja, den kannst du auch dabei lassen. Das sieht aus wie ein Schusterpilz oder wie eine Ziegenlippe. Das ist auch wieder ein Perlpilz. Und das sieht also ganz gut aus. Viel dabei gekommen ist. Nicht, das ist ein Fichtenblutreizer. Das ist ein Fichtenblutreizer, kannst du auch dabei halten. Genauso mit runter. Nochmal umdrehen. Ja, alles in Ordnung. Ich gucke da mal näher. Die Exkursion ist vorbei. Es regnet wie in Strömen. Also, wir haben jetzt eine Freilanddusche. Aber wir gehen jetzt zu den Autos, fahren nach Hause, machen uns die Pilze schön lecker fertig. Ich werde den Film dann schneiden und auch online stellen hier bei 7loads.com und wünsche viel Vergnügen mit den Schreiben. Oh doch, da müssen wir jetzt durch. Manni, 10, 1 auf 100 Meter, komm!
Ja, das sieht mir auch nicht so aus, als wenn das gleich aufhören würde. So, jetzt sind wir ja alle, unter dem Schirm. Nicht alle, nein. Und außer, ja, natürlich nicht, den lassen wir im Regen stehen, wie immer. Der muss auch nicht mehr warten. Eigentlich nicht. Aber ich, das hat alles erfängt. Danke, dass du mir den Korb schenkst. So, ja, dann wünsche ich euch alle eine gute Heimfahrt. Lasst euch die Pilze schmecken. Wann gehen wir denn nochmal? Ja, das müssen wir nochmal verabreden. Schauen wir mal, der Winter ist noch lang. Ja. Schauen wir mal. Gut. So, tschüss. Tschüss.